liebe Schwestern, liebe Brüder, für Gott gibt es keine Ausländer. Das ist ein zentraler Gedanke des heutigen Abschnitts aus dem Buch des Propheten Jesaja. Jeder Mensch guten Willens, gleich welchem Volk oder welcher Kultur er angehört, ist Gott willkommen. Das auserwählte Volk Israel und auch das neue Gottesvolk, die Kirche, sind ausgewählt, damit sie ihren Schwestern und Brüdern den Weg zu Gott leichter machen, nicht um ihn zu erschweren. Schon im Alten Testament ist die Universalität Gottes und seines Heilswillens, dass Gott will, dass alle Menschen zum Heil finden, ausgedrückt. Und schon bald nach dem kommenden Weihnachtsfest werden wir am Festtag der Heiligen Drei Könige dies wieder besonders feiern. Hier im Kölner Dom verehren wir ja die Reliquien dieser Männer aus dem Osten, die aus dem Ausland nach Bethlehem kamen, seit über 850 Jahren ganz besonders. Schon zu dieser frühen Zeit des Lebens Jesu wird so deutlich, dass er gekommen ist für alle Menschen. Gott liebt alle Menschen, weil er ihr Schöpfer ist und weil er sein Werk liebt. Gott liebt alle Menschen, weil er jeden Menschen nach seinem Abbild geschaffen hat und sich selbst im Menschen wiedererkennt, so wie ein Vater, wie eine Mutter sich in ihren Kindern wiedererkennen. Diese Erkenntnis fordert von uns, liebe Schwestern und Brüder, Konsequenzen, denn wir sind ja Söhne und Töchter Gottes. Und diese Konsequenzen sollen nicht irgendwann einmal kommen. Das sagt schon der Prophet Jesaja, das sagt auch Johannes der Täufer, sondern diese Konsequenzen aus dieser Erkenntnis sollen bald sichtbar werden in unserem Leben. Johannes hat die Menschen ebenfalls eindringlich aufgerufen, ihr Leben zu ändern. Er war, wie Jesus sagt, die Lampe, die in dunkler Zeit, in der Zeit, als Gott noch fern schien, half, sich zu orientieren, den verschiedenen Gruppen im jüdischen Volk und auch den Römern, die zu ihm kamen, die Ausländer, die nicht zum Volk Israel gehörten und ihn fragten, was sollen wir denn tun? Und er gibt ihnen Worte, die ihr Gewissen orientieren. Begnügt euch mit eurem Sold und wendet keine ungerechte Gewalt an. Damit macht Johannes deutlich, auch auf sie, die nicht zum auserwählten Volk damals gehörten, schaut Gott. Auch sie hat Gott im Blick, auch sie will er zum Heil führen. Liebe Schwestern und Brüder, Johannes der Täufer, die Lampe für Christus und auch Jesaja, sie stellen uns zwei Fragen. Erstens, sind auch wir, bin auch ich Lampe, die auf Christus hinzeigt, die anderen den Weg zu ihm leichter macht? Sprechen meine Worte, meine Taten von Jesus, so wie der Täufer mit seinem ganzen Wirken auf Jesus hinzielte? Und zweitens, Johannes und auch Jesaja stellen scheinbare Sicherheiten und etablierte Lebensstile in Frage. Und durch das Wort der Heiligen Schrift sprechen sie auch heute uns an, die wir dieses Wort als lebendiges Wort Gottes hören. Ist es für mich klar? Wie wirkt es sich in meinem Leben aus, dass Jesus der Heiland und Erlöser für alle sein will? Für die Sünder und für die Gerechten, für Pharisäer und Zöllner, für Juden und Römer und auch heute auch für die Menschen, zu deren Gruppe ich nicht gehöre. Können Sie an meinem Verhalten ablesen, dass ich Ja sage zu diesen großen Heilsplänen Gottes für alle Menschen? Dass ich
auch die anderen zu meinen Schwestern und Brüdern machen möchte, nicht durch Übermacht, nicht indem ich mich und meine Meinung, und sei es auch nur sprachlich, mit Gewalt durchsetze, sondern indem ich werbe, zu gewinnen suche, zu überzeugen suche und sie teilhaben lassen möchte an dem Glück, das es bedeutet, Jesus zu kennen und ihm nahe zu sein.